Playoff-Finals der Volleyball-Bundesliga geht es hin und her. Spiel, Training, Spiel, Training, Spiel. Am Mittwoch geht es weiter, dann wird Freitag gespielt. Und falls immer noch kein Sieger der Best-of-Five-Serie feststeht, am Sonntag. Da muss die Belastung der Volleyballerinnen genau gesteuert werden. Yannis Paraschidis, der Athletikcoach vom SC Potsdam, verrät, wie das möglich ist. Also wir haben so eine Periodisierung sozusagen und wir planen sehr viel im Voraus. Aber jetzt in die Playoffs, in die heiße Phase, versuchen wir sehr viel individuell zu machen und sehr viel zu agieren und schauen, wie die Mädels sind. Wir haben so eine Recovery Perception und wir gucken, wie die Mädels trainiert haben, wie schwer für denen das Training war und wenn die aufstehen, wie gut die geschlafen sind sozusagen. Und dann versuchen wir sehr viele von diesen Daten herauszukriegen und dann unser Training so anzupassen. Dabei profitiert man von Werten, die teils sogar schon vor Saisonbeginn gesammelt wurden. Okay, wir haben in der Vorbereitung, mehrere Sachen gemessen und wir haben so eine Basis. Und da haben wir jetzt aufgebaut und versuchen wir unser Trainingsbelastung, wie gesagt, so zu steuern. Dennoch, die Spielerinnen haben natürlich trotzdem ein Riesenpensum zu absolvieren. Ja, natürlich. Ich meine, die Mädels sind seit 8-9 Monaten hier. Diejenigen, die auch Nazio haben, die haben vielleicht keine Pause. Und jetzt ist auch physisch, aber auch psychisch ist es sehr, sehr belastbar, die Zeit. Und dann hast du noch die Spiele jetzt in dem Modus, was wir spielen. Wir werden jetzt drei Spiele in 5 Tagen haben. Und 2 davon werden auswärts. Man kann sich vorstellen, dass die Belastung sehr groß ist und am Ende wird auch nicht nur der Beste gewinnen, sondern derjenige, der fit bleibt. Und wenn es nach den Anhängern vom SC Potsdam geht, ist das natürlich das eigene Team.